Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid und in den Lia-Park reinschaut. Ja, hier sind ganz viele Besucher und vielleicht ist euch aufgefallen, dass sich hier was verändert hat. Ich habe nämlich heimlich ein paar Pflanzen gesetzt und auch den Mitarbeitereingang irgendwie versucht zu verstecken. Jetzt habe ich hier dieses Gebilde, dieses kleine Häuschen quasi mit Glasdach. Ja, so. Und ja, vielleicht ist das jetzt irgendwie die Lösung. Hier habe ich einen Rundbogen reingemacht. Und ja, vielleicht könnten wir das öfters benutzen. Wir rufen mal einen Tierpfleger. Einen Tierpfleger. Und dann gucken wir. Oh, da kommt schon einer. Ja, prima. Das klappt ja wunderbar. Ja, man sieht nicht mal mehr dann von außen, dass der Tierpfleger hier abcheckt, was Sache ist, ne? Ja, so ist es ja eigentlich gar nicht übel. So. Ja, also überall habe ich noch nicht die Blümchen verteilt und die Pflanzen. Ja, die verschwinden ein bisschen in der Wand, das ist so. Ich habe auch Steine gesetzt. Ein paar. Und hier ist natürlich jetzt auch noch offen. Ja, hier der Erdpfad für hier hoch. Der ist natürlich jetzt, ne? Man sieht noch alles. Da muss ich mal schauen, wie wir das verstecken. Ich mache jetzt mal die T-Kamera wieder aus. Es ist schon gewöhnungsbedürftig, aber ich taste mich ran. Ja. Gut. Ja, das ist, hat doch irgendwie was, ne? Also mir gefällt's. Ich habe die hier hinten in meiner Ecke auch schon platziert. Einmal hatte ich es etwas kürzer, jetzt ist das etwas längere. Und ja, ist auf jeden Fall schön versteckt. Man könnte vielleicht ja auch hier entlang auch noch solche Holzdinger machen. Solche Holzwände, die gibt es ja auch noch in kürzer. Sowas vielleicht. Ja, aber keine Ahnung, weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das machen will. Heute machen wir erstmal was anderes und zwar hier oben die Saufbude mal fertig machen und den Hüteshop. Gucken wir, was es alles gibt hier. Nashorn, Spinne. Ah ja. Oh, die Musik ist auch witzig. Oh, hier ist gerade keiner. Gut, das hier ist ja dieses Juicy-Dings. Genau. Da schauen wir mal nach einem Schild. Sehen wir das hier schon? Das ist so da. Galpi Energy. Okay. Ne, dann brauche ich wohl. Ach, hier ist es schon. Das kann man doch machen, ha? Also ich nehme an, das Flachdach behalten wir. Da kann man das doch dran pappen hier. Oh ja, klar. So, und für die Hüte. Ice Cream. Oh, cool. Das ist doch perfekt. Werbung für Missy Good. Ja, ihr wisst schon. Okay, und hier braucht man natürlich jetzt ein Schild für die Toiletten. Und das wäre natürlich logischer. Man sieht es irgendwie hier. Da, Toilette. Oder wir schreiben ein Wegschild. Machen wir T für Toilette. Gibt es das hier? Toy. Yep. Klein. Das ist. Ja, gut, das ist schon deutlich, ne? Oh je. Naja. Könnten wir aber eigentlich machen, oder? Ich meine, ich benutze es sonst nicht, also.
Nee, komm. Wir holen mal das kleinere. Und hatten wir nicht schon eins eingefärbt? Wo war das? War das nicht hier drin? Jawohl. Ey, falsche Richtung. So. Ey, Mensch. So. Ja, nee. Ist klar. Das hätte ich gern. Und das kopieren. Hä? Kopieren? Ach so, falsche Taste. Ja, schon klar. So. Dann schweben wir mal darüber. Und bringen das da an. Ja. Das kommt weg. Und das kommt da dran. Es ist gerade, oder? Ja. Mal Winkelausrichtung und dann guckt das dann wieder raus. So. Dann wird das kopiert und kommt dahin. Ja, von beiden Seiten. Kann man ja mal machen, ne? So. Ist das gerade? Ja. Sieht so aus. So. Gut. Ja, von hier sieht man es dann und von dort. Ich meine, die Gäste wissen auch so, dass da eine Toilette ist. Die sind ja mega schlau, ne? Aber was könnte man hier oben noch hinmachen? Aber hier ist noch so leer. Was gibt's denn noch für coole Schilder? Machen wir weiter runter? Nee. Hier. Spezialeffekte, Mittelpunkte. Oh. Was ist das? Ach so, das ist ein. Ein Bison, der ist ja schick. Leuchtet der? Sieht auch gut aus. Oh je. Ein Rentier. Der sieht ja mal toll aus, ey. Auch schöne Textur, ne? Warte, ich mache mal hier diese an der Oberfläche ausrichten aus. Hier haben wir noch mal ein Rentier. Ja, wir haben hier aber keins, ne? Hier haben wir eine Giraffe. Oh. Das ist aber abstrakte Kunst. Dort ja ein Mini-Köpfchen. Mach mal trotzdem dahin. Oh, hier ist noch eine. Perfekt. Die kommt ein bisschen rüber. Genau. Na, das ist doch was. Ah ja, stimmt. Wir wollten ja auch noch hier. Hä? Oh, stimmt. Wir haben noch gar nicht richtig geglotzt. Hallo. Du wirst Nachwuchs kriegen bald. Im November. Ja, bis bald. Ist ja jetzt schon November. Aber wir gucken jetzt mal. Oh, guck mal, wie klein die sind. Im Gegensatz zu den Straußen. Eieieiei. Hallo. Oh. Wir haben euch noch gar nicht beguckt. Gut, am Ende von der letzten Folge wart ihr kurz zu sehen, ne? Einer von euch. Aber das war ja ein Hauch im Wind hier, ne? Oh. Da fällt mir ein, kann es denn sein, dass ihr noch keinen Futterdruck habt? Ich glaube, das kann sehr gut sein. Okay, wir schauen mal schnell nach den Thomsen-Gazellen. Hi. So hübsch. Wo sind wir denn hier? Ihr bekommt euren. Ja, oh je. Bekommt den mittleren.
Wo stellen wir den denn hin? Hier ist schon ganz schön was los, ne? Na komm, kriegst den goldenen. Okay, mal hier noch eine Schnüffelbeschäftigung holen. Oder wir machen die hier auf den Stein. Guck mal, alle beide. Oh, das da ist hübsch geworden. Also ich bin begeistert. Ich habe hier auch ein bisschen dichter gemacht. Also noch ein paar Pflanzen hier. Ich habe gedacht, vielleicht erst ein paar Steinchen. Dann habe ich ein paar Pflanzen gemacht. Und eigentlich, ja genau, war es noch grün. Ich habe besser nochmal klar nachgeguckt. Ist da was drin? Na kommt schon. Macht auch was rein. Gut, vielleicht hatten sie auch keinen Hunger, ne? Oh, da stehst du jetzt, ne? Was wollten wir eigentlich gerade machen? Jetzt bin ich wieder total... Uiuiui. Total von den Socken hier. Na, die weißen sind schon schön. Ach, guck mal, wie die rennen, die brauchen Platz. Haben wir noch schöne Bilderchen. Hallöchen. So schöne Tiere. Mann, oh Mann. Hä? Was ist das? Ach Gott, ja. Okay, verstehe. Ja, was wollten wir jetzt eigentlich machen? Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept. Ach so, ja, wir waren ja hier oben dran, ne? Ja. Gut, wir haben die Schilder angebracht und jetzt holen wir noch was zum Sitzen. Na, die Geldautomaten kopiere ich dann, wenn schon. Die müsste ich auch kopieren. Moment. Bevor ich jetzt was mache, hole ich nochmal den Mitarbeiterbereich. Soll ich den denselben machen? Ist ein bisschen weit weg. Die latschen zu weit. Naja, die latschen dann viel zu weit. Ihr braucht einen eigenen. Und zwar... Na gut, das ist ja eigentlich keine Fress... Ich nenne das trotzdem Fressbude. Fressboden... Afrika. Aussichtspunkt. Ja, ist glaube ich etwas genauer. Aussichtspunkt. Afrika ist noch genauer. Aussichtspunkt Afrika. Okay. Dann machen wir das. Die zwei kommen da rein. Und das muss jetzt momentan reichen. Wo soll ich denn jetzt hier den Mitarbeiterbereich hinstopfen? Sie könnten hier runtergehen und dann hier. Wäre möglich. Ja, wäre möglich. Wenn ich jetzt wüsste, wie es hier oben aussieht, ne, könnte man das irgendwie vielleicht nach hier hinten verfrachten. Damit es nicht so weit weg ist. Wir könnten natürlich auch hier einen Weg runter machen. Ja, wäre sogar gar nicht so dumm. Oder? Eieieiei. Ich weiß es nicht genau, wie es da hinten aussieht, weil ich habe ja jetzt hier auch diese wunderschöne Rundung. Ach, ich mache immer die falsche Taste, Mensch. Und wenn ich da jetzt noch einen Weg hin mache, ist ja dieses Bild ja auch kaputt, ne? Und da sollen ja dann ringsrum Bäume und Blümchen hin, so eingebettet in die Natur, neben dem Berg.
Und wenn ich da jetzt noch einen Weg mache, der abgeht, ist das halt schon mal so ein bisschen, verhunzt. Also zumindest mal in meinen Augen. Und ich könnte theoretisch hier oben auch neue Mitarbeitergebäude platzieren, die dann halt für das Gehege hier oben, was auch immer dahin kommt, fungieren und auch dann für hier unten. Ja, das ist, glaube ich, besser. Da kommt hier irgendwo dann was hin, da ist der Weg auch kürzer. Da muss ich hier den Berg nicht, ja, durchfurchen oder wie auch immer. Ja, okay, mach mal so. Dann bekommen die hier oben was hin. Dann mache ich das mal schnell. So provisorisch, so wie quasi fast alles hier provisorisch ist. Machen wir hier ein bisschen mehr Platz. Upsala. Na, was ist das denn? Das lassen wir jetzt da. Das ist jetzt quasi abstrakte Kunst in der Landschaft. Okay. Ja, also der Berg hier oben, also hier oben muss es ja nicht unbedingt platt bleiben. Da kommen dann natürlich noch andere Sachen rein. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen raus. Das geht ganz gut so mit der Größe. Ich habe schon gedacht, das wird jetzt ein bisschen übertrieben, aber das geht. Ja. Gut. Den Rest machen wir dann irgendwann. Ja, okay. Ist das eigentlich. Ja, das ist gut so. Ja, okay. Dann gucken wir mal nach dem Zeug. Hier haben wir natürlich die falsche Kategorie gewählt. Hier ist ein Mitarbeiterraum groß. Ich brauche aber einen kleinen. Also die kleinen reichen eigentlich momentan noch aus. Wo ist er denn? Bin ich blind? Hm. Groß? Wo ist der Kleine? Hä, wieso denn das? Okay, ich habe jetzt nach diesem Schild geguckt. Hier sieht es halt so dunkel aus. Ja, wenn man nach Farbe schaut, ne. Aber wir hatten doch auch schon den großen benutzt. Na gut, nehmen wir mal den kleinen hier. Ich glaube, vier passen da rein, ne? Oder haben wir doch einen großen? Ach Mensch, ich, hä? Ich kann mich nicht entscheiden. So, guck mal nach dem Einfluss. Oh, so hat er jetzt auf einmal kleiner. Ach so, was ich noch erzählen wollte. Zu dem negativen Einfluss. Wenn man jetzt hier Steine und Bäume und so hinmacht, dann wird der kleiner. Das war nicht von Anfang an so in dem Spiel. Das haben die halt irgendwann hinzugefügt. Und das finde ich ziemlich cool. Dadurch kann man halt die Radius halt schon kaschieren, weil vorher hat halt kein Baum oder irgendeine Umrandung irgendwas ausgemacht. Jetzt wird das halt kleiner und das sieht man dann auch. Also das wird dann auch angezeigt. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Gut, jetzt haben wir das. Handelszentrum, nein. Forschung, naja, das ist ja bald Geschichte mit der Forschung. Die Praxis brauchen wir nicht. Werkstatt. Ja, ich glaube, das war's, ne? Brauchen wir sonst nichts hier. Momentan. Gut, da binden wir das mal an. Hä, was ist denn das jetzt bitte? Ich habe den Weg ausgewählt. Und der macht mir hier. Was ist das denn für ein Weg? Den gibt es hier gar nicht, den Weg. Ah, das ist eine Mischung aus dem und dem. Nee, noch nicht immer. Das ist ja krass. Okay, ich lasse ihn einfach mal, weil so schlecht sieht er gar nicht aus. Müssen wir mal gucken, ob die dann dahin laufen können. Oder ist das Weg mit Bordstein? Ne, keine Ahnung. Vielleicht, weil das hier nicht gerade war oder was? Ja, das kommt ja eh irgendwann weg. Egal, egal. Wir haben ja noch schöne andere Sachen zu tun. Ja.
Hier müsste auch noch irgendwie Steine hin. Das ist der große, ne? Den holen wir mal gleich. Ist mir schon die ganze Zeit so im Auge hier, wo ich denke, ja, da muss ja noch was gemacht werden, Mensch. So. Ja. Ein bisschen so. Ja, sieht doch gut aus. Haben wir doch schon mal erstmal was Schönes gemacht. Was mit dem hier? Oder der? Ist das derselbe? Nee, das glaube ich kleiner. Okay. Machen wir das mal so. Ja, ne? Kann man doch so nehmen. Ne, den wollte ich jetzt nicht. Den flachen hier hätte ich gern. Genau. Na, ist das... Oh. Das kann nicht so bleiben. Jetzt ist er fertig. Nicht im Gehege, nicht mit Gehege verbunden. Ja, das muss auch gar nicht, ne? Aber der ist, ne? Ja. Okay. Ja, das ist doch schon mal cool. Und jetzt... Jetzt gucken wir mal, was wir machen. Blümchen und Bänke. Lass jetzt aber mal die Pause. Achso, ja, wir haben die ja noch. Ja, wir haben was vergessen. So, wo sind jetzt die Fressbuden? Aussichtspunkt Afrika. Und jetzt hier. Der Mitarbeiterraum hier. Ja. Und dieser Mitarbeiterraum bekommt jetzt auch einen Vorteil. Und zwar für Verkäufer. Dieser PR-Kurs. Ah, hat Strom, gut. Ja, gut, gut. Prima. Und jetzt können wir die Bänke holen. Und auch Pause wegdrücken. Also jetzt Play wieder drücken. So, Einrichtung. Ah ne, für die Gäste, das war es ja nicht. Ne? Hier sind Bänke und so. Ich hätte hier jetzt gern andere Bänke. Also nicht dieselben, die wir schon hatten. Naja, das wäre doch auch was für außen. Aber es ist so zu rustikal vielleicht. Ja, okay, das passt ja gar nicht, ne? Was mit dem hier? Ach so. Ja. Tja, weiß nicht. Soll man das nehmen? Vielleicht nicht gerade in Gelb, ne? Ah, jetzt sehe ich die Farbe. Okay. Ja, das Dunkle wollte ich jetzt nicht nehmen. Das soll schon ein bisschen auffallen. Achso, das da ist dasselbe, das da ist das andere. Ja, das da ist, glaube ich, cool. Ah, ist auch ein bisschen ähnlich noch, ne? Ah, ich lasse es. Ich denke, das ist gut so. Gefällt mir. Ach, man hört sogar den Wind in den Bäumen hier. Oder ist das irgendwas anderes? Und Mülltonnen sollten wir aufstellen. Ja. Ah, vielleicht hier noch? Ist das jetzt so uneben? Warum? Ah, merkwürdig. Okay, wir schieben das ein Stück hoch. Ist doch recht gerade. Ja, das geht doch locker hier. So. Und das auch noch ein Stück an. Kopieren. Ach komm. Unebene. Das hätte so gut ausgesehen. Soll man da vielleicht... Geht das vielleicht? Wenn wir das so machen oder was? Na, 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 na. Mal schauen, ob das was bringt.
Nee, hätte mich auch gewundert. Ach Mann. Wie weit geht's denn? Aha. Das scheint. Ach. So geht's. Gut. Dann nehmen wir das so. Ja, wir lassen sie gleich. Okay, mach mal so. Sie sehen so klein aus im Gegensatz zu den Männels, ne? Ihr dürft nicht hier durchlatschen. Ist ja unglaublich. Ja, man kann ja nur hier was zu trinken kaufen. Wir stellen mal noch... Ach, guck mal, wie reich wir sind. 399.000. Eieieiei. Suchen wir noch dich und dich. Aiu. So. Du kommst in den Bereich... Fressbuden, Aussichtspunkt Afrika. Du... kriegst eine Schulung. Und du kommst auch in den Bereich... Und du? Hier? Du auch. Da haben wir 4 Stück. Wenn die einen dann Pause machen, können die anderen dann kommen. Aha. So sieht es aus. Guckt mal. Spinne auf dem Kopf. Wenn das mal nicht cool ist. Aber der Daddy hat es gekauft. Der Kleine wollte wohl keine. Der hat gesagt, ii, Daddy, echt... Papa, der sieht gruselig aus. Aber mein Sohn, die ist doch rosa. Lila rosa. Ja. Schön. Ah, es ist doch sehr hoch, ne? Hätte man sogar etwas flacher machen können. Aber jetzt steht's, jetzt tun wir nichts mehr ändern, ne? Da haben wir jetzt schon so viel Zeit reingesteckt. Ja, so, wir brauchen Spendenbox hier oben. Ja, kann man ja gleich da hinstellen. Oh, und vielleicht noch hier. Ja. So hübsch. Ja, gut. Das ist okay. So. Du gibst dir ja alle Mühe hier. Tja. Ja, die Giraffen haben es schwer. Futterbeschäftigung. Na. Ist denn das hier jetzt abgeschlossen oder will ich da noch irgendwas haben? Das sieht doch eigentlich ganz hübsch aus. Bis auf die Blumen, die noch fehlen. Ach so, ja. Wir gucken mal, ob wir was anderes finden. Als dieses, als diese Palme. Requisiten. Was könnten wir denn da jetzt? Ich mach die mal weg. Falls wir nichts finden, machen wir sie wieder hin. Könnte sogar gehen. Also passt mal zu diesem Afrika-Kram. Ja, was haben wir hier? So ein Gerüst. Es könnte sogar ein Mülleimer sein. Was mit deinem Schuh? Tja. Da könnte auch ein dünner Baum rein. Was sind ja Perlen? Riesige Perlen. Tja, was machen wir? Ist auch so ein Töpfchen. Oh, ein Zelt. Ach, das kann man nicht einfärben. Als wäre das so weiß geblieben in der Natur. Was ist das? Ei, das ist ein echtes Feuer drin. Das nehmen wir jetzt aber nicht hier. Nee. Lichterketten.
Das ist jetzt von der Arktis. Ja, haben wir hier an Oberfläche. Oh, das ist aber klein. Das ist auch klein. Haben wir den nicht irgendwie größer? Ja, das ist so hübsch, aber passt jetzt natürlich nicht. 1 Meter, 1 Meter, 2 Meter. Achso, die da sind quasi so drauf. Und die sind so oben und unten. Ja, weiß nicht, ob ich das jetzt da haben will. Ach ja, so. Halbes Fahrrad. Ein Blumensack. Das ist ein Korb. Ja, das ist definitiv ein Korb. Oh, Ananas. Cool. Kann man die jetzt hier so drauf? Nee, oder? Kann man die so drauf machen und dann so ein... Warte mal. Positionsausrichtung? Okay, das war jetzt nicht so ganz Positionsausrichtung. Hier haben sie noch Melonen und so. Stoffbündel. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. Ich suche mal einen Schirm. Ja. Eigentlich so einen großen Tischschirm. Wie nennt man denn das noch? Oh je, jetzt finde ich das bestimmt nicht. Mittelpunkte. Müsste trotzdem Requisite sein, oder? Oder bei Einrichtungen. Vielleicht ist das... Ja, genau, die sind bei Einrichtungen dabei. Naja, ganz toll. Ja. Oh, da ist die Ananas dann aber auch hinüber. Ich suche was, wo die Ananas dann noch irgendwie zu sehen ist. Das zum Beispiel. Es ist zwar indisch, aber... Ah, oder wir nehmen so... Oh, der ist aber zu groß. Der passt auch nicht so ganz, ne? Der passt vielleicht. Ja, wir nehmen den. In einer schönen Farbe. Das hier vielleicht in Braun. Ja, muss gleich gucken, wie es aussieht. Mehr Farbe kann schon. Bisschen mehr ins Rot. Und das hier. Ja, ich denke, das geht so. Wieso sind das da jetzt drin? Also da soll es nicht mit rein. Von Gruppe trennen. Ja, danke. Das bitte auch. Wieso sind das hier auch mit drin? Was sowas? Das ist eine Gruppe. Das geht's wieder nicht hier. Okay. Ja, dann wird das auch von Gruppe getrennt. So, fertig. Dann kann das hier zur Positionsausrichtung hin. Gut. Dann drehen wir das ein bisschen. Und das da möchte ich auch ein bisschen drehen. Und kopieren. Schade, dass man da jetzt kein Muster drauf tun kann. Ne? Ist einfach nur eine Farbe. Aber besser, man kann es einfärben, als wir hätten jetzt dieses komische
Was war da die Standardfarbe? Das da? Achso, nee. Aber sieht hübsch aus. Okay, die Ananas ist nicht perfekt ausgerichtet. Aber das wird sie eh nicht sein. Die soll ja quasi nur so ein bisschen dekomäßig sein. Na, ist doch gut. Da kann man doch sitzen. Es sei denn natürlich, da kann jetzt gar keiner mehr sitzen, weil da die Dinger sind. Das wäre blöd. No. Ja. So, was haben wir hier? Viel Müll. Ja, die Tierärzte machen wohl nichts mehr im Moment. Ja, okay. So, ich guck mal gerade bei den Tierärzten. Und zwar die hier heißt jetzt Laura. Und ja, die anderen bleiben so. Obwohl der hier, ist das auch ein Junge? Ja, so ein männlicher Ton. Bist du? Aha. Du heißt jetzt James. Gut. Na, wie gefällt's euch? Was wollt ihr denn machen? Erkundet Afrika. Und auch Durst. Ja. Guck mal, ich habe doch aber die Bildungsdinger hingestellt. Wieso? Wieso ist da immer noch die Bildung so niedrig? Das ist wirklich doof. Na, wie geht's dir? Ach Gott, du siehst ja echt schlimm aus. Ey. Na, kriech schön hoch auf den Baum. Ja, und durch den Baum, klar. Alles prima. Mhm. Uiuiui. Ach je, Werner. Ja, so ist das, ne? Haben wir dich auch mal jetzt gesehen? Beim Baum besteigen. Ja. Bist du der Nachwuchs? Oh Gott, bist du echt schon der Nachwuchs? Kleine Pippi. Eieiei. Du guckst nicht so wie die Geparden, ne? Oh, bist du niedlich. Ja. Für dich ist es auf jeden Fall tief genug, ne? Oh, bist du süß. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Beziehungsweise, ihr seht dann die Videos beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr einschaltet und, ja, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich sag dann schon mal Tschüssi und viel Spaß beim nächsten Mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da.